So Leute, heute zeige ich euch, wie ihr in einer Siemens IQ300 Waschmaschine eine defekte Heizung austauschen könnt. Ihr merkt, dass die Heizung defekt ist, wenn ca. 10 Minuten nach Beginn des Waschgangs die Sicherung oder der FI rausfliegt und die Maschine dann dementsprechend komplett aus ist. Dazu müssen wir ein bisschen was auseinanderbauen, da fangen wir jetzt direkt an. Wenn jetzt eure Waschmaschine im Programm abgebrochen hat, steht wahrscheinlich noch Wasser in der Maschine. Das müssen wir jetzt natürlich als erstes mal versuchen rauszulassen. Dazu machen wir hier die Klappe auf und hier ist ein kleiner Schlauch drin, den können wir ein Stück rausziehen, den Stöpsel öffnen und das Wasser ablassen. Um die Tür zu entriegeln, weil die ja noch verschlossen ist, gibt es bei vielen Modellen von Bosch und Siemens hier unten eine Nottürentriegelung. Diese könnt ihr ziehen, entweder mit der Hand oder ihr geht mit einem kleinen Schraubendreher rein und zieht ihn ein Stück nach unten und könnt dabei dann die Tür öffnen. So, jetzt habt ihr die Tür wieder offen und könnt eure Wäsche zumindest mal rausnehmen. Zuerst müsst ihr den Spannring von der Türdichtung entfernen. Der sitzt hier außen drin, das ist ein Metallring und den hebeln wir hier raus. Der sitzt wirklich unter sehr viel Spannung da drin und ist sehr fest. Seid vorsichtig damit, dass ihr euch nicht wegfliegt und den brauchen wir auch wieder zum Einsetzen. So. Das ist der Spannring, der hat unten so eine Feder. Lasst das bitte eingehängt, den brauchen wir später wieder beim Zusammenbauen. Und dann könnt ihr die Türdichtung vorne aus der Frontblende ausziehen. So, und dann fädeln wir das Ganze mal hier hinten dran ein. Das macht es uns leichter, die Frontplatte abzunehmen. Als nächstes müssen wir hier unten diese Blende abnehmen. Dazu öffnen wir die Klappe, nehmen die ab. Und hier hinten dran findet ihr eine 20er Torx-Schraube. Die müsst ihr rausdrehen. Wenn ihr jetzt die Schraube raus habt, könnt ihr das Ganze ein Stück nach rechts zur Seite verschieben und abnehmen. Dann müsst ihr hier den Schlauch noch ausfädeln, der ist zum Ablassen vom Flusensieb und könnt die Blende wegnehmen. Hinter der Blende findet ihr vier Schrauben, zwei rechts, zwei links. Dann haben wir noch eine Schraube, die versteckt sich hier hinter dem Wasserschieber. Wasserschieber rausnehmen, dann müsst ihr den Knopf hier reindrücken dazu. Und hier hinten dran ist noch eine Torx-Schraube, die müsst ihr lösen. Aber vorsichtig, haltet dabei schon die Front fest, dass sie euch nicht runterfällt, weil wir haben hinten noch ein Kabel dran vom Türschloss. Zum Abnehmen der Frontplatte müsst ihr die Front unten rausziehen. Und dann ein wenig nach unten hin ablassen. Und dann könnt ihr sich schon ein bisschen bewegen. Vorsicht, hier hinten dran hängt noch ein Kabel. Das klippen wir die Kabelführung erstmal aus. Ist mit zwei so Plastikhaltern hier befestigt. So. Und ziehen den Stecker vom Türschloss ab. Der Stecker hat hier so einen kleinen Haken. Könnt ihr reindrücken und nach unten abziehen. Und jetzt können wir schon die Frontplatte komplett abnehmen. So, jetzt wo die Frontplatte ab ist, kommt ihr an die Heizung oder seht erstmal die Heizung. Die hat hier zwei Hauptanschlüsse. Hier läuft der Strom durch quasi. Das ist ein Heizungsthermostat oder Temperaturfühler. Und das hier ist die Erdung. Und jetzt gehen wir erstmal dran und versuchen die Heizung zu prüfen, was die hier denn hat oder ob die Heizung in Ordnung ist. Dazu nehmt ihr ein normales Multimeter, stellt es auf den Ohmmessbereich, also Widerstandsmessbereich und prüft hier rechts und links. Und das ist so der Wert, den sie haben sollte. 26,2 Ohm hat die jetzt. Also wenn sie nur OL, also Overload anzeigt, dann ist sie definitiv kaputt. So ist sie aber vollkommen in Ordnung. Ich zeige euch jetzt trotzdem, wie ihr die austauschen könnt. Wenn die bei euch hier keinen Messwert hat,
Also wenn ihr die hier außen prüft und das Messgerät macht einfach überhaupt nichts mehr, dann ist die Heizung auf jeden Fall durchgebrannt und muss getauscht werden. Wenn bei eurer Heizung der Wert außen in Ordnung ist, gibt es noch was Zweites zu prüfen. Ihr geht von einem der Kontakte außen zu dem Erdungskabel. Und hier darf überhaupt nichts passieren. Wenn die Anzeige auf dem Multimeter einen Ausschlag hat, bedeutet das, ihr habt einen Fehlerstrom, der darüber läuft, und dann wird euch wahrscheinlich auch beim Laufen der Waschmaschine immer wieder der FI rausfliegen, weil das darüber anschlägt. Dann ist natürlich die Heizung auch auszutauschen, obwohl die Messwerte von den zwei äußeren Kontakten vollkommen in Ordnung sind. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Heizung da raus? Erstmal gehen wir dran und klemmen die Anschlüsse alle ab. Dieser Erdungsanschluss hat auf der Unterseite einen kleinen Knopf, den müsst ihr reindrücken und dann lässt er sich ganz einfach abziehen. Und hier ist hier oben ein kleiner Knopf, den müsst ihr hochdrücken und dann könnt ihr den Stecker vorsichtig rausziehen. Bitte nicht dran reißen und nicht abreißen. Dann braucht ihr eine 10er Nuss. Es gibt manche Modelle, da ist es auch 8 mm, aber bei den meisten ist es 10. Und da lösen wir jetzt diese Mutter. Aber drehen sie nicht ganz ab. Das reicht. Und jetzt drücken wir einfach mal auf die Mutter drauf und versuchen die nach innen zu schieben. Teilweise hilft es da so ein bisschen zu klopfen. So, jetzt ist der Stift nach innen verschwunden. Damit haben wir die Klemmung von der Heizung gelöst und können die jetzt einfach aus dem Gehäuse rausziehen. Trotz dem guten Messwert der Heizung sehen wir hier, die hat so viel Kalk angesetzt, die werden wir auf jeden Fall austauschen. Und dazu müssen wir noch den Thermostat, der jetzt frei ist, aus dem Gehäuse rausziehen, weil den bauen wir wieder ein. So, jetzt gilt es noch natürlich hier den Kalk ein bisschen zu entfernen. Es muss nicht blitzeblank sein, aber es sollten jetzt keine großen Fremdkörper dazwischen sein. Außerdem könnt ihr, wenn ihr das soweit offen habt, mal mit der Taschenlampe reinleuchten und euch das anschauen, ob da andere Fremdkörper drin liegen, die eventuell zu Problemen führen könnten. Jetzt setzen wir trotzdem guten Messwert eine neue Heizung hier ein und fädeln die jetzt hier durch. Und hinten ist ein Metallbogen. Der Metallbogen sollte hier oben drüber liegen. Und das müsst ihr einfädeln. Müsst ihr ein bisschen in diesen Spalt reingucken. Es ist leider fast unmöglich, das einzufädeln und gleichzeitig zu filmen innen drin. Jetzt, wo die Heizung reingeschoben ist, könnt ihr mal mit der Hand an der Trommel drehen. Und solltet ihr die Heizung falsch eingesetzt haben, würdet ihr das jetzt hören, weil es an der Trommel schleift. Und das ist hier in dem Fall jetzt nicht der Fall. Bevor ihr jetzt die Heizung wieder festschraubt, müsst ihr das Thermostat wieder einsetzen. Also vielleicht habt ihr schon bemerkt, es sitzt jetzt hier auf der anderen Seite. Das macht aber überhaupt keinen Unterschied. Die Kabel sind lang genug dafür, dass das gut passt. Und da drücken wir jetzt hinten auf das Gehäuse und schieben den bis an die Heizung dran. Wichtig ist natürlich, dass die Öffnung nach unten geht, dass wir den wieder hier richtig einstecken können. Heizungen und Ersatzteile für die ganze Maschine verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo auf meinen Kanal da. Das kostet euch nichts und mich unterstützt das sehr. Und wie gesagt, Werkzeug, Ersatzteile, alles unten drin in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinke ich euch oben auch nochmal. So ein Heizelement ist nicht teuer, lohnt sich auf jeden Fall die Reparatur durchzuführen. Jetzt gehen wir dran und schrauben diese Heizung hier wieder fest. Dabei drücken wir die ganz an den Bottich dran. Der Bottich ist dieses Plastikelement und schieben, währenddem wir das festschrauben, immer wieder das Thermostat bis an die Heizung zurück, weil sich das jetzt nach vorne so ein bisschen rauszieht. So. Gut, das ist fest. Und jetzt geht es schon wieder ans Anklemmen. Ganz wichtig, die Erdung anklemmen, gucken, dass die richtig sitzt. Die Kabel für die zwei Hauptklemmen sind egal, ob ihr die rechts oder links anklemmt. Wenn ihr die tauscht,
macht das überhaupt gar nichts. Ihr dürft natürlich nur die Erdung nicht außen anschließen, sonst funktioniert es natürlich nicht mehr. Okay, jetzt haben wir die Heizung getauscht, ist wieder fest. Jetzt würde ich euch empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt und ihr prüfen wollt, ob eure Heizung jetzt dicht ist, füllt jetzt einfach mal Wasser mit dem Eimer oder der Gießkanne in die Maschine rein, bis ihr das Wasser in der Trommel drin stehen seht. Sollte die Heizung nicht richtig sitzen oder undicht sein, würden sich Wassertropfen bilden und ihr würdet sehen, dass das Wasser ausläuft. Dann könnt ihr hier nachbessern, bevor ihr die ganze Maschine zusammengebaut habt. Das ist immer so eine Empfehlung, so eine Eigenkontrolle beim Einbau, ob die Maschine wirklich dicht ist. Und jetzt gehen wir schon wieder ans Einbauen der Frontplatte. So, zum Einbauen der Front setzen wir jetzt die Frontplatte erstmal an. Stecken den Stecker vom Türschloss als allererstes mal rein. Und dann hier wieder diese Kabelführung. Da sind in der Frontplatte so kleine Löcher neben, wo diese Kunststoffhaken reinpassen. Es passt eigentlich nur in einer Position richtig und klackt dann hier so ein bisschen ein. Zum Einsetzen der Frontplatte müsst ihr jetzt, hier hinten sind so Stifte, die müssen hier rein und da nach oben geschoben werden. Also setzen wir das jetzt hier an, drücken das oben ganz an das Gehäuse, schieben das ganz nach oben und dann sollte es rechts und links sich der Spalt schließen lassen und quasi die Front bis an das Gehäuse rangedrückt werden. Der Spalt muss sich sauber geschlossen haben auf beiden Seiten. Halte das Ganze bitte noch fest, weil es kann jeden Moment wieder rausfallen und euch auf die Füße fallen. Und jetzt drehen wir schnell zur Sicherheit hier oben die Schraube wieder rein. Diese sichert die Frontplatte und sie kann euch nicht mehr runterfallen. So, jetzt haben wir vier weitere Schrauben. Die kommen hier unten wieder rein. Zwei rechts, zwei links. Dabei darauf, dass die Spaltmaße außen an der Seite von der Frontplatte zum Gehäuse richtig passen und sauber geschlossen sind. So, als nächstes setzen wir wieder die Blende hier unten an. Dazu braucht ihr erst einmal das kleine Schläuchlein. Das wird hier hinten eingefädelt. Dann habt ihr hier die Türnotentriegelung. Die müssen wir wieder hier oben in die Blende einsetzen. Schlauch durchfädeln, die Türnotentriegelung da durchfädeln hier oben. Jetzt die Blende ansetzen, ein bisschen nach rechts versetzt und dann nach links rüberschieben. Jetzt müsst ihr prüfen, ob alle vier Ecken richtig halten und dann kommt hier die eine Schraube rein zum Sichern. Den Schlauch schieben wir wieder zurück. Und die Klappe kommt wieder drauf. Jetzt kommt was Schwieriges. Jetzt setzen wir die Türdichtung wieder ein. Das ist echt nicht ohne. Da müsst ihr euch Mühe geben und auch wirklich konzentriert bei der Sache sein. Sonst kann man sich da leicht verletzen oder die neue Türdichtung zerstören. Okay, als erstes setzen wir hier außen die Dichtung wieder an die Kante an. Dazu rollt ihr die Dichtung vielleicht so ein bisschen nach außen raus und drückt sie dabei auf die Dichtung oder zieht von innen so ein bisschen dran. Ich denke, man merkt es ganz gut, wenn die richtig in dieser Kante drin sitzt. So. Bitte vermeide, dass da Spüli oder sonst irgendwas drauf zu schmieren, weil die Dichtung über die Reibung zu dem Gehäuse und den Spannring da drin hält und wenn ihr das halt mit Spüli vollschmiert, ist nicht optimal. Da zwischendrin sollte eigentlich nicht sein, dass das Gummi richtig hebt und abdichtet ans Gehäuse hin.
Jetzt könnt ihr hier innen so ein bisschen mal dran ziehen an der Kante und schaut es euch rundherum an. Das muss sauber da drin sitzen, das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt der Spannring da wieder rein. Es gibt Leute, die machen das mit so Werkzeug für Fahrradschläuche aufziehen oder Fahrradreifen aufziehen. Ich nutze einfach einen Schlitzschraubendreher und ziehe das jetzt da auf. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das jetzt hier zum ersten Mal macht, holt euch jemanden dazu, der hier so ein bisschen den Spannring mithält, dass der euch nicht wieder von der Dichtung runterfliegt. Jetzt stecken wir den Schraubendreher in den Ring ein und fädeln den einmal hier rum. Da ist richtig Spannung drauf und drücken das hier unten rein. Das sah jetzt sehr einfach aus. Wenn man es das erste Mal macht, ist es durchaus schwierig und eine Herausforderung, diesen Spannring wieder drauf zu bekommen. Jetzt müssen wir noch den Wasserschieber wieder einsetzen. Einfach hier drauf, auf den Knopf drücken und reinschieben. Und schon läuft die Maschine wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like auf mein Video da, lasst mir ein Abo auf meinen Kanal da, das würde mich sehr unterstützen. Ersatzteile und Equipment findet ihr wie immer alles als Link unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Schaut da mal rein. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen für die Videos habt, schreibt es mir auch gerne unten in den Kommentaren. Und ich werde versuchen, euch allen bei euren Fragen zu helfen. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.